Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, ich bin schon mal zu dem anderen Planeten gereist. Wir wollten heute ja das nachholen, was wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben, nämlich den Riesengumba heute mal endlich zu besiegen und dann natürlich auch noch die Planetenherausforderungen hier abzuschließen. Aber ich würde sagen, wir ziehen den Gumba erstmal vor. Ich habe das Gefühl, mit Rosalina können wir es schaffen. Den grünen Spatz zu besiegen. So, ein wirklich gigantischer Gumba. Diesmal schaffen wir es. Diesmal besiegen wir ihn. Wir können ihn ja diesmal ruhig stellen. 14.000 Leben nur. Let's go. Das Gute ist, der ist so groß, dass man ihn nimmer trifft. Ja, check. Bin ich nicht nah genug? Jetzt bin ich nah genug. So, erst mit dem Eisenblick. Ja. Oh, yeah. Hauptsächlich auf den da konzentrieren. Ich denke mal nicht, dass er nah genug rankommt. Die Map wird eh nicht lange leben. So, Feuer frei! Ich habe schon gedacht, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. So, wenn er nochmal einen Schritt weiter hier rüberkommt, stelle ich den ruhig, dass er sich nicht bewegen kann. So, den lege ich mal ab. Luigi, nimm ihn und wirf ihn darüber. Dann scheuchen wir dich noch mal ein Stück weg. Habe ich noch mal eine Runde mehr vor dem Ruhe? Aua, das war meine Deckung. Ich setz Lethargie mal hier hinten schon mal ein. Das Gute ist, es beeinflusst auch die anderen, die da rumgammeln. Ich hab's im Moment zu früh gemacht. Fällt mir jetzt gerade auf. Na gut, kann ich mich mal ein bisschen um die anderen Kameraden kümmern. Kann den Großen jetzt gerade nicht angreifen. Das ist ja kontraproduktiv. Das war dumm. Ich hätte erst angreifen sollen. Und dann ihn leben. Das bin ich selber schuld. Ich mach das nochmal anders wieder gut. Cooldowns zurücksetzen.
Dann fliegt die, soweit es geht, nach da hinten. Damit ich gleich alle blockieren kann. Und jetzt greife ich erstmal an. So. Ich vergesse die ganze Zeit, dass er unempfindlich gegen solche Effekte ist. So, und jetzt machen wir nochmal Lethal. Hier unten leben alle. Mach schon mal bereit, ein bisschen wegzurennen. Ich kann dich nicht grätschen, ne? Nee, aber ich kann die da hinten grätschen. Hätte ich bei den Großen machen sollen. Also bei den Scharfschützen. Dann wären die mir eine Runde nicht auf den Nerven gegangen. Ich werde ein bisschen Schaden jetzt einstecken müssen. Wir haben ihn schon halb kaputt. Ich wollte nur gucken, ob ich eventuell da hinten wen treffe. Ich sage, Rabbit Rosalina ist sehr praktisch für diesen Kampf. Ich hole nochmal so einen. So, weg mit dir. Schluck den. Remy, du, Isalina, geh mal da vorne weg. Bin näher, komme ich an dich nicht ran. Auch wenn es unempfindlich ist, es macht Schaden ohne Ende. Vor allem bei so einem Riesen. So, mit Luigi fliege ich jetzt mal darüber, damit ich mal mich auch nebenbei um die anderen da kümmern kann. Das sollte ich nicht machen, weil dann treibe ich nur den Gumba zu den anderen. Diesmal könnten wir es wirklich schaffen. Na los. So. Die gebe ich erstmal eine mit. So, alle außer den Großen jetzt scheuchen. Ja. 702. Ich den eventuell jetzt down. Ja, ich krieg den down. Ich kann eventuell sogar noch den anderen noch mitnehmen. Nicht groß genug. Schade. Ah, oh, wir haben den Großen besiegt. Ja. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Außer der Planet müssen zu ein goldenes Prisma.
Du hast dein erstes goldenes Prisma freigeschaltet. Du kannst damit den Sparkzweig im Fertigkeitenbaum jedes Helden freischalten. Ein Sparkzweig? Da ist einfach irgendwas bei mir runtergefallen gerade. Ja. Das sind sehr schöne Fähigkeiten. Das sind alles sehr tolle Fähigkeiten. Das sind eigentlich Fähigkeiten, die ich komplett voll skillen will. Ein Moment. Dann nehme ich auch gerne hier hinten die beiden Punkte weg. Erstmal gönne ich mir das Combo-Ding. Das wollte ich ja von vornherein haben. Ich könnte auch meine Klinge generell stärker machen. Aber ich finde diese Spark-Fähigkeiten. Ich nehme erstmal das Spark-Geschenk, weil ich die anderen noch nicht haben kann. Richtig nice. Vor allem den Spark-Erfrischer hätte ich sehr gerne. Jetzt ist die Frage, ob die Fähigkeit bei allen gleich ist mit den Sparks. Also ob ich die alle gleich boosten kann. Erstmal heile ich mein Team. Wir machen jetzt ist die Planeten-Herausforderung. Eventuell schaffen wir es ja auch noch zum nächsten Planeten heute zu gehen. So, das Sonnenaufgangsportal. Wir müssen hier alle besiegen. Ihr mögt kein Feuer, ihr da unten, ne? Ne, die haben sogar resistent dagegen. Da bringt mir der Feuerregen hier nicht so extrem viel. Dann wechsle ich den eben kurz aus. So, erstmal Goomba. Ärgerlich. Hallo. Tschüss. Ich erinnere mich halt an die noch. Ich erinnere mich, wie nervig die waren. So, jetzt, wenn man das jeder hier rüber hüpfen kann. Wollen natürlich alle in Deckung bringen. Das Gute ist, hier ist kein einziger Fernkämpfer außer den Scharfschützen da vorne. Wen anders treffe ich nicht, ne? Ah ja, hier waren die ja so, dass die näher kommen, wenn man sie angreift. Ich erinnere mich. Warte mal, vielleicht ist es besser, wenn ich die beiden tausche. Okay, ich treffe nur die da unten. Ich treffe gar keinen. Aber ich brauche mich eigentlich nicht verstecken, weil der Einzige, der mich abschießen kann, hat eine Wand vor der Nase. Ich schieß dem ab. So, kriegst direkt noch einen Schuss. So, ein bisschen Reichweite. Die Goombas sind mein kleinstes Problem. Die kann ich grätschen und dann von der Klippe werfen. So, diesmal booste ich alle.
War offenbar in einem guten Winkel für den. So, erstmal alle boosten. Dann habe ich den Plan. Ihr geht mal ein bisschen von mir weg. Mit Rabbit Rosalie natürlich mal eben kurz den Goomba da unten. Warte, ich rankomme. Ich komme ran. So, tschüss. Dann scheuche ich mal euch jetzt zu denen da hinten hin. Kann ich die Druckfälle nämlich besser einsetzen. Ein kleines bisschen näher, dann wäre es noch besser. Hier nutzt man den Teamsprung und gehen wir darüber. Aber vorher nehmen. Tschüss. So, ich mache mal Luigi unsichtbar und töte den anderen Goomba. Das war dumm. So. Zack. Ich hab den Falschen gegrätscht. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Ich gehe jetzt auf den Scharfschützen. So, und die gefährlich werden könnten, lethargisch machen. Ja, ich hätte den Goomba grätschen müssen eigentlich. Das war meine Dummheit. So, saugen der Räser. Jetzt machen wir erstmal dich weg. Tschüss. Die waren mega empfindlich auf Wasser, die da. Tschüss. Schade, hat nicht gereicht. Hab gehofft, dass er in die Klippen stürzt. Ich treffe dich schon. Ich hatte gehofft, der andere bewegt sich zuerst. So, weg mit dir. Und in die Klippen. Muss Rabbit, ich muss der Rebelle eben kurz da hinten hinhelfen. Zack. Und zack. Ja, war nicht die
intelligenteste Idee. Schnell wieder nach oben. Ich heile die beiden mal sicherheitshalber. Der kommt jetzt hier hoch. So, komm ruhig auf mich zu. So, saugen der Rase. Bis. Sicher ist sicher. Und tschüss. Das war's. So, hier haben wir dann jetzt tatsächlich alles auf dem Planeten geschafft, ne? Den anderen Riesen können wir noch nicht herausfordern, weil wir nicht genügend Sparks haben. So, das nehme ich dir wieder weg. Ich will den Spark-Erfrischer haben. So, du kriegst jetzt deine kritischen Trefferchancen wieder. So. Ah ne, ich wollte die zusätzlichen Eisenblickladungen haben, ne? Ah, ich brauche hier erst den Heilungssprung mit KP. Hier brauche ich auch erst die Fähigkeit, ne? Und ansonsten haben wir hier nichts. Ich muss Rebella noch den Meteoritentypen zurückgeben. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt eben kurz alles aus dem Laden hier noch, was am Planetenmünzen ist. Kann's mir gerade so nicht leisten. Ich kann ja eben kurz eine Schlacht hier machen. Dauert auch nicht lang. So, Leute. Jetzt habe ich mal eben kurz an zwei Bonbons hier alle hochgeheilt. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Planeten. Das ist Prima Paletti. 13 bis Level 20 sind die Gegner da. Dann sollten wir überleben. Oh. Wir befinden uns im Landeanflug auf Prima Paletti. Bekannt für das warme Orangegelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz und die erbauliche Dichtkunst. Schon seit Jahren will ich diesen Planeten bereisen. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyanpigmenten behindert und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen, in der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen sollen. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Sie lernt, was Spaß ist.
Was gibt es, oh Blatt- und Busenfreund? Von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle... Ich glaube, der Typ, der da singt, bringt Unglück. ...auf der Raumgleitersteuerung verschüttet. Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher... Tragik? Der Typ, ne? Hinfort, Freunde! Hinfort! Auf das ihr niemals seht! Durch universelles Leid, all Hoffnung hier vergeht. Ich hab mal für ihn weitergeredet. Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Ach weh! Eine güldene Frisur, jetzt matt und grau und alt. Doch schlimmer als die Tortur, lässt ihr Verlust mich kalt. Die Bäume hier sehen aber nicht gesund aus. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyan-Pigmente und Carotinoid-Verbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Ja, man sieht ihn doch. Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas vor dem Tore dreut. Bauern halten Totenwacht. Das Leben ist Käse. Gute Nacht. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, die zum Platz führt, zerstört. Und wie reparieren wir sie? Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus. Warum ist das der einzige Ort, wo es regnet? Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Ein von der Finsterzeit positiv oder negativ betrachtet. Ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf? Wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Nee, glaube nicht. Und guck mal, den Tage da oben können wir noch eigentlich direkt angreifen. Was hat denn der Laden hier alles zu bieten, abgesehen vom Schlüffel? Ja, ich hätte gern einen Apfelpunsch. Den könnte ich gerade gut gebrauchen. Hier ist alles so tristlos. Ja, ein Sternentrunk natürlich. Das hier ist neu, Multiraserei. Ah, dann kann man nochmal zweimal Raserei machen. Ein besserer Pilz? Wenn auch nur ein bisschen besser? Okay. Wir haben hier schon was zu tun. Ich gebe mir auf jeden Fall einmal so einen besseren Pilz. Ja, ich würde sagen, dann machen wir nicht mehr heute. Heute sind wir hier nur angekommen. Das ist die Welt, die wir beim nächsten Mal erkunden. Ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr den Dreh mit einem Abo und einem Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.